Lampukistan Gaming ist hier, Xmas Miniserie, wir starten in eine neue Woche, der Aufnahmerhythmus hat sich ein bisschen geändert, wie ihr gemerkt habt, ja, am Wochenende bin ich nicht zu so viel gekommen, aber jetzt sind wir zurück in bester Sendezeit, geht's hier weiter, Fallout New Vegas spielen wir weiter, hoffentlich ein bisschen zügiger, flüssiger und ohne diese Hagler und Ruckler, und unser Ziel ist es, wir öffne mal direkt den Pip-Boy. Mit dem rechten Stick bewegen wir uns. Da müssen wir hin, nach Novak. Dann laufen wir mal straight drauf los, denn wir haben keine Zeit zu verlieren. Doch, eigentlich haben wir alle Zeit der Welt, aber ein bisschen boring, ne, wenn wir hier nur geradeaus laufen und nichts zu tun ist. Nur die unheimliche Welt der Mojave-Wüste. Was ist das hier? Opuntie. Okay. Nie gehört, was das ist. Vielleicht auch eine fiktive Pflanze, ne? So, rennen geht ja nicht, haben wir auch schon festgestellt. In einer der letzten Folgen wurde das als Kommentar dagelassen. Ja, ein paar Geräusche sind immer noch im Hintergrund. Ah, wir haben es ja gleich geschafft. Moment, das Kabel muss noch weg. So, jetzt können wir hier. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir bergab müssen. Wahrscheinlich schon. Wir bleiben mal oben. Runter kommen wir auf jeden Fall. Oh, fuck. Oh Gott, was ist das? Haben wir es getötet? Wir haben es getötet. Maulwurfsratte. Gut, da wäre noch eine Ortschaft. Da einen Ort zu entdecken. Mal kurz einen Schluck nehmen. Okay. Hier durch diesen... Wird da geschossen? Da müssen wir doch direkt hin, wenn da Schusswaffengebrauch ist. Sieht mal richtig wie durch die PlayStation 3 Grafik, ne? Ein bisschen die Grafik in der Ferne am Nachladen ist ab und zu noch. Da war halt noch nichts mit riesiger Sichtweite etc. Ja? Guck mal hier rein, oder? Ranger Station Charlie. Da rennt was drin rum, oder? Hier links in dem... Da ist doch was drin, oder? Guten Abend. Haben Sie sich verlaufen? Ich weiß nicht, ob Sie wirklich hier sein sollten. Okay, alles klar. Gucken wir mal, können wir hier irgendwas machen oder würden wir sie auch bestehlen, die Leute? Metallkiste... Gut, hier gibt es offensichtlich nicht so viel zu holen. Komm, wir gehen mal rein. Gucken wir mal, was sich da drin befindet. Howdy, Partner. McCarran mag es nicht, wenn Zivilisten in Außenposten des Militärs rumlatschen. Wenn sie hier was zu erledigen haben, dann beeilen sie sich damit. Wow, geil. Mega Mr. McFreundlich, ey. Was sagten Sie über McCarran? Der Funkkontakt hier draußen wird wegen der Hügel öfter mal gestört. Und manchmal gehen geplante Updates nicht durch. Wenn das oft genug vorkommt, dann kommt jemand, um nach uns zu schauen. In letzter Zeit kriegen wir seltsamerweise zusätzliches Sanitätsmaterial. Ich habe auch keine Eile bei der Rückgabe dieser Vorräte. Was dagegen, wenn ich mir noch was von dem medizinischen Material mitnehme? Ich hätte besser gar nichts sagen sollen und sollte sie auch nicht auf die Idee bringen, sich mit der RNK anzulegen. Gut, dann. Alles klar. Wir sehen uns. Ja, tschüss. Wir könnten es stehlen, ne?
Ist hier irgendwas drin? Wo hat der, wo haben die ihren Scheiß gelagert? Ah ja, hier müsste man alles klauen. Ne, das machen wir nicht. Komm, wir gehen raus. Wir sind ehrliche Bürger. Das machen wir nicht. Ja? Wir machen jetzt mit unserem Weg weiter. Kleine Ranger-Station ist abgeklappert. Schnellreisepunkt haben wir damit quasi aktiviert. Jetzt können wir hier weitermachen. Ah, wo geht's hier raus? Irgendwo hier oder vielleicht? Müllcontainer? Schrauber! Nee, machen wir nicht. Raus hier. Gut, so. Immer den Eisenbahngeleise nach. Wie weit haben wir es noch? Boah, wir haben es gleich geschafft. Ist ein bisschen... bisschen fordernd, ja, wenn man nicht hier rennen kann. Guck mal, da haben sich Leute sich damals nicht beschwert. So wie bei Elden Ring, ja. Dass die Weltkarte zu leer sei. Natürlich sind wir da Next Gen. 20 Jahre drauf. Ja. 10 Jahre. Aber trotzdem, ja. Es kommt immer auf die Atmo an. Guck mal, da müssen wir hin. Riesendinosaurier. Godzilla. Okay, Novak, wir haben es geschafft. Erfahrungspunkte, wir kriegen ja 10% mehr. Haben wir ja geskillt, da steht schon jemand. Ist es ein Gegner? Nee, Ranger Dr. Ada Strauss. Ada Engelbert Strauss, es geht. Hallo? Was kann ich für Sie tun? Ich bin verletzt, brauche medizinische Hilfe. Halb so schlimm. Gleich sind Sie so gut wie neu. Ist ja nicht sehr wahrscheinlich, dass ich gleich 2 Routinebehandlungen an einem Tag versaue. Ja, geil. Okay, flicken Sie mich zusammen. Hier sind 5... Boah, nee, Alter. Wenn ich es mir genau überlege, werde ich es wohl auch so überstehen. Manchmal ist es die beste Medizin, etwas einfach zu ignorieren. Gut. Tschüss. Ja, ciao. Wo müssen wir hin? Wir gucken jetzt mal, ne? Boah, Riesendino. Irgendwo hier müssen wir jetzt... Jetzt sind wir hier, aber jetzt pass auf. Jetzt müssen wir checken. Jetzt sind wir hier. Jetzt gucken wir mal unsere Aufgaben an. Die Männer finden, die versucht haben, sie zu töten, übernimmten nach Norwegen. Sich in Norwegen nach den Angreifern umschauen. Gut, das müssen wir mal gucken. Vielleicht sind die hier, die sind in diesem Gefängnis oder was ist das hier? Dino D-Light Empfangsschalter. Jo, das klingt eindrucksvoll. Nun herzlich willkommen. Sie sehen müde von der Reise aus. Warum erholen Sie sich nicht etwas und lassen diese feine Stadt sich um Sie kümmern? Wir kennen uns noch nicht. Wie konnte ich nur? Da versuche ich, einen guten Eindruck zu machen und vergesse ganz, mich vorzustellen. Ich bin Jeannie May. Ich kümmere mich um die Leute im Motel, solange sie keinen Ärger machen. Gut, was ist das für ein Ort? Wir sind eine kleine Wüstenoase namens Novak. Dies hier ist das Dino D-Light Motel und es gehört mir. Gut. Ich suche einen Mann in einem karierten Mantel. Haben Sie so jemanden gesehen? Naja, er mag zwar fein angezogen gewesen sein, aber wie ein echter Gentleman wirkte er nicht auf mich. Hatte seine Nase so hoch oben, dass man sie in den Wolken gar nicht mehr sehen konnte. Diese Städter glauben immer, sie hätten was Besseres verdient. Die Schläger in seiner Begleitung schienen Manny irgendwie zu kennen. Er ist tagsüber unser Scharfschütze, oben im Dinosauriermaul. Aha. Aha, aha, okay. Gut, abgeschlossen, guck mal. Also, hüten tschüss, Sie Kopfi. Sich vor Fremden. Jo. Wenn Manny Vargas nachfragen, wohin die Kahne gezogen sind. Raus hier. Also, ich spüre das schon. Wir haben noch Minimamente. So Ruckler drehen, so leichte Soundprops sind noch da. Keine Ahnung, hab ein bisschen rumgetüftelt, rumgewerkelt.
Also ganz geht es irgendwie nicht weg. Wir müssen mal gucken. Ich glaube, braucht sehr viel Platz auf der Festplatte. Habe ich schon festgestellt. Um irgendwie, weiß ich nicht. Dinosaurier-Maul. Müssen wir da hoch? Kommt man innen rein irgendwie, das Ding? Ja, guck mal hier. Dino-Byte Geschenkeladen. Das ist ein Geschenkeladen. Lol. Oh, er ist gleich mal nee. Cliff Briscoe. Willkommen! Nur hereinspaziert! Willkommen im Dino-Byte! Ich bin Cliff! Wenn Sie wegen der T-Rex-Figuren hier sind, kommen Sie gerade noch rechtzeitig. Ein paar habe ich noch. Jo, fantastisch, sehr geil. Was verkaufen Sie hier alles? Na, da wären natürlich die T-Rex-Figuren. Sie sind unser Verkaufsrenner. Außerdem haben wir verschiedene Repcon-Fabrik-Souvenirs, Raketen und ähnliches. Okay, was? Raketensouvenirs? Jo. Es sind Miniaturmodelle einer echten Rakete, sehr detailreich. Sie enthalten sogar eine Flüssigkeit, die sie zum Leuchten bringt. Ich habe gehört, Repcon hat sie früher als Andenken bei ihren Führungen durch ihren Hauptsitz in Henderson verteilt. Aber sie mussten sie aus dem Programm nehmen, nachdem ein paar Kinder sie leer getrunken hatten, weil sie dachten, da wäre Nuka-Cola drin. Die Zeitungen hatten sogar einen Namen für die Krankheit. Repcon-Zittern. Keine gute Zeit für Robco. Geil. Könnte auch heute noch sein, ja? Geil. Alles kommen klar, Sie bald tschüss. Wieder vorbei. Wir haben gedacht, das ist Nuka-Cola und haben es leer getrunken. Wir müssen hoch in das Maul von dem Dino. Ja, hier raus, oder? Mal gucken. Mal schauen. Hier der Bösewicht auf uns wartet. We will see. Oh ja, da ist was. Guck mal, Manny Vargas. Es geht, Alter. Yo, Bro. Bin auf Suche nach einem Mann, der ein kariertes Jackett trägt. Sicher, den kenne ich. Was wollen Sie denn von ihm? Er hat etwas, das mir gehört. Sprechen Sie von diesem Chip? Mensch, den will er nicht einfach hergeben. Hören Sie mal zu. Ich kann Ihnen sicher helfen, ihn zu finden, aber ich habe gerade selber ein paar Probleme. Vielleicht kommen wir ja ins Geschäft. Sie brauchen meine Hilfe und ich brauche auch etwas. Was brauchen Novak Sie? Novak ist jetzt mein Zuhause. Und das soll auch so bleiben. Ich mag es hier und habe schon zu oft mein Zuhause hinter mir gelassen. Aber der einzige Rohstoff, den man hier findet, ist Schrott. Ohne ihn hätten die Leute hier nichts einzutauschen. Sie müssten alle gehen. Wir finden ihn meist beim alten Raketentestgelände am Ende der Straße. Aber eines Tages sind Ghoul aufgetaucht und jetzt kommen wir nicht mehr rein. Was muss getan werden? Tja, sie müssen verschwinden oder das wird bald eine Geisterstadt. Ist mir eigentlich egal, was sie machen. Wenn nur die Ghoul verschwinden, soll es mir recht sein. Jo, okay. Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Das würde mir viel bedeuten. Yep. Gut. Bis bald. Flieger, grüß mir die Sonne. Haben wir die nächste Aufgabe für die nächste Folge doch schon erhalten unserer X-Mess Miniserie Fallout New Vegas. Wenn es euch heute gefallen hat, wie immer gerne den Daumen nach oben da lassen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge. Macht's gut bis dahin und bloß kein Stress.